Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light. Beim letzten Mal haben wir hier diesen jungen Mann da unten versucht, den Tresor auszureden und haben zu ihm gesagt, da ist kontaminiertes Zeug drin, aber ja, er steht immer noch da. Ich habe gedacht, dass er wenigstens abhaut, dass wir da mal am Safe dran können, aber wir sagen ja, dass kein Dietrich hilft. So, dann gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Anscheinend wieder raus. Wir haben ja noch ein paar Fragezeichen zu erkunden. Und, ach, ist das ein Traum, wie schön. Wir haben beim letzten Mal auch hier so ein Scope gebaut. Deswegen haben wir hier so ein Visier jetzt drauf. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Und wir haben hier noch ein Fragezeichen. Oder? Ach nee, das war der Händler. Alles klar. Deswegen, okay. Gut, jetzt meine Frage. Machen wir Rabiata, Rabiata oder versuchen wir zu schleichen? Weil dort vorne stehen auf jeden Fall zwei noch Oh, warte mal, kann ich... Welcher ist denn jetzt mit Scope? Der, ne? Kann ich mit denen dann irgendwie auf die... drei legen? So. Genau. Dann habe ich nämlich hier auch einen Revolver ohne Scope. Das ist ganz gut, das ist praktisch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das Gebäude war. Ist das der junge Mann da? Ist der weg? Wahrscheinlich, ne? So, jetzt meine Frage. Weiß der, wo ich bin? Huch. Weil der andere, der war auf jeden Fall da aufmerksam im Gebäude, natürlich. Und ich weiß nicht, ob ich den jetzt geholt habe. Weil da sind auf jeden Fall Dokumentas drin. Ich glaube, ja, den einen haben wir. Der liegt da. Und wir müssen gerade voll wie bei Tarkov. Hier ist auf jeden Fall auch irgendwas mit 6 Meter Fragezeichen. Aber hier kommen wir, glaube ich, nicht rein, ne? Ohne, oder? Doch, natürlich. Ich weiß nicht, was es war. Es hörte sich ein bisschen an wie... als würde da irgendwie jemand Street Fighter spielen oder so. Auf dem C64. Aber gut, okay. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich ein bisschen um. Wir haben wieder einen Erfahrungspunkt bekommen, das ist sehr schön. Oh, guck mal an. Jelena, Yasil Zapenko kommt zu unserer neuen Direktorin Lera Voroninova nochmal. Ich traue ihm nicht. Offiziell ist er ein Techniker aus dem Kraftwerk, aber ich glaube, er ist vom KGB. Denken Sie darüber nach, warum würde Voroninova so scharf drauf sein, ihn so oft zu sehen? Ein einfacher Techniker? Also, weil du die nächsten Schicht hast und weil du immer eine Nase in das Geschäft von jemand anderen steckst, bitte tu das nicht, diesmal nicht. Sei eine gute Empfangsdame, ja? Sehr wichtig. Ich bin mir sicher, dass sich Ihnen jemand anschließen wird. Wie immer, registrieren Sie nicht das Kennzeichen des Fahrzeuges. Mhm. Aber den Zettel... Ah, okay. Ich glaube, das ist ja cool. Haben wir letztes Mal die Zettel auch mitgenommen oder liegen gelassen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich sollte häufiger hier das Scan-Gerät benutzen, ne? Diesen Geigerzähler hier. Dann finde ich auch die Sachen. Unser Inventar ist ja noch... Da ist ja noch jede Menge Platz. Okay. Gut. Dann haben wir das Gebiet auch soweit. Da liegt noch was. Was liegt denn da? Ah, Pilze.
Bin gespannt, wann wir dieses Tschernobyl-Light-Zeug, diese Flares bekommen. Flair. Ich bin voll Flair, Alter. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Müssen wir ein bisschen Ausschau halten, weil hier im Gebäude müssen wir rein. Oder zumindest war da jemand mit Dokumenten drin. Wo steht der junge Mann? Da waren wir, ne? Ja, okay. Ich glaube, der ist noch im Gebäude. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja, der ist hier drin. Oh ja. Looten tun wir gleich. Schlaf ein bisschen. Schlaf ein bisschen, komm. Schlaf eine Runde. Sehr schön. So. Ich würde gerne aufstehen, danke. Eine Notiz, die lesen wir gleich. Ich loote erstmal. Haben wir ganz gut gelöst, finde ich, ne? Die Aktion hier mit den beiden. Ich meine, hätte auch schief gehen können, weil, ja, hätten noch andere darauf aufmerksam gekonnt, weil halt, ne, weil wenn du schießt und so, werden die nachher noch drauf aufmerksam oder so. Okay, was haben wir denn da? Bericht Nummer 65, 1986. Okay, an Stanislav Kuznetsov. In Forschung des vorherigen Berichts informiere ich, dass wir bereit sind, mit der nächsten Phase zu beginnen. Alle Beobachtungsdokumente, Notizen und Berichte des Subjekts 125 bis 135 müssen sofort in den gesicherten Bereich übertragen werden. Bunker 007, Smaragdlager. Bunker 007, darüber hatte ja Oliver schon gesprochen. Hat uns ja gesagt, dass es eventuell einen geheimen Bunker gibt, den wir eventuell finden könnten. Vielleicht werden wir ja fündig. So, ich weiß nicht mehr, wie viele Dietriche wir haben. Keine mehr. Wir haben keine Dietriche mehr. Das heißt, wir müssen ein bisschen was basteln. An der Hauptquest sind wir noch nicht. Da oben, das, was oben am Kompass ist, die 130 Meter, da ist unsere Hauptmission, unser Hauptziel. Und alles, was wir jetzt hier so frei looten können, das nehmen wir natürlich mit. Denn das bringt uns natürlich in unserer eigenen Base natürlich weiter. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo war denn nochmal unser Camp gewesen? Unser Lagerfeuer. Ich würde gerne nochmal vorsichtshalber einfach nur mal... War das hier? Ich hatte doch irgendwo da. Weil ich würde gerne einmal so eine Salbe nochmal bauen gegen Strahlung. Hier. Am besten zwei Stück. So. Dann haben wir zwei auf Vorrat. Ich finde das ganz cool, dass man hier so zwischendurch auch so Lagerfeuer bauen kann und sogar Geschütze und alles. Ich weiß zwar nicht genau, vielleicht kommt man irgendwann nochmal hier hin in das Gebiet. Wir kriegen gleich Kundschaft. Wo ist denn der junge Mann? Der mich da angeblich gerade gesehen... Da. Die Frage ist, ist er alleine? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich scanne noch mal ein Ründchen. Okay. Nein, er ist nicht alleine. Da läuft noch jemand. Mist. Nicht gut. Das heißt, wir sind zu zweit. Stealth-Angriff wäre am besten. Also ein bisschen gucken, wo die patrouillieren.
Kommt er hier hin? Ah, das wäre so ein Schuss, ne? Weiß zwar nicht, wie oft diese... Da läuft der andere. Der läuft da lang, okay. Der dreht sich jetzt um, ne? Ich hab's gewusst. Na komm, 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 komm. Hier wird nichts mehr gequatscht. Also, Ruhe. Ruhig, 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 ruhig. So. So, sein Kollege. Der müsste ja eigentlich gleich von seiner Route wieder zurückkommen, ne? Ja, der kommt gerade wieder. Und der sieht mich natürlich, ne? Ja, schön ist das Wetter. Ich sehe nicht. Ich finde es echt schwierig, die Soldaten zu sehen. Was einerseits auch richtig gut ist, macht es mega spannend. Da läuft er. Ich muss pinkeln. Ja, dann geh doch. Müsste ich eigentlich umgedreht haben, ich wollte es gerade sagen. So, warte. Ich bin das. Ich habe heute kein Deo drauf. Entschuldigung. So. Es tut mir leid, dass ich so stinke. So. Okay. So, dann lass mal gucken. Jetzt haben wir ein bisschen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft hier. Ich scanne mal ein bisschen. Alter. Petrus, mach nicht sowas. So, hier war noch ein Pflänzchen oder beziehungsweise ein Pilz. Und hier war früher meine Rutsche. Juhu! Entschuldigung. Ist ja nicht so, dass ich hier, ne? Da sind noch ganz viele Fragezeichen. Und ich habe so das Gefühl, je weiter wir voranschreiten Richtung Missionsziel, kommen diese Blitze mit diesen... Und irgendwie wirkt ja alle... Irgendwie wirkt ja alles so instabil manchmal. Darf ich hier lang? Anscheinend schon. Und er gerade noch super Wetter. Ja, sieht man ja. Okay, wir kommen zum nächsten Fragezeichen. Also nicht zur Hauptquest. Ich frage mich, was uns hier erwartet. Alter. Was denn hier? Waren wir hier schon? Hier ist alles verstrahlt. Oh ja. Oh, der Geigerzähler. 17, 18 Mikrosievert, wenn ich das richtig deute. Nicht gut. Oh. Au. Da darf ich also nicht. Aua. Ja, ist so gut. Aua. Entschuldigung. Also da nicht lang. Hier lang. Hallo, Freund. Ich suche jemanden. Einen gebundenen Mann. Groß. Mit langen braunen Haaren. Vielleicht hast du ihn gesehen. Das klingt nach nichts. Er ist mein Bruder und ich kann nicht mit ihm in Verbindung setzen. Er ist schon eine ganze Weile, ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Ich suche auch nach jemandem.
Also halte ich Ausschau. Danke, das ist nett von dir. Oh, und nimm das, du könntest es gebrauchen. Ein Dietrich. Juhu, wir haben einen Dietrich von ihm bekommen. Das ist aber nett. Dankeschön. Was ist hier in der Höhle? Gar nichts. Das Fragezeichen komme ich, glaube ich, nicht hin. Und das, ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Wo sind wir denn auf der Karte hier? Ah, da sind die Fragezeichen. Warte mal. Das heißt, ich muss hier außen gehen. Aber hier lang darf ich doch nicht. Nein, hier lang laufen darf ich nicht. Laut. Grüne Wolke. Oh. Das nehme ich mit. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Den Hauptweg quasi. Könnte ja sein, dass, könnte ja sein, dass wir dann von da aus auch dahin kommen. Boah, wie cool das aussieht, ne? Da müssen wir irgendwie hin. Also hier natürlich auch, klar. Aha. Meine an. Elektronische Teile und eine Kiste. Juhu. Jede Menge Sachen. Nice. Wir haben ja Lager. Wir können doch noch ein Lager bauen dann. So ist es ja nicht. Oh, was ist das denn? Oh. Eigentlich will ich gar nicht hier sein. Oh, diese Bunker kommen mir so bekannt vor aus Get Even. Oh mein Gott, das ist ein großartiges Spiel. Vielleicht finden wir hier Hinweise von Tatjana. Hallo? Hallo? Hier scheint niemand zu sein. Außer ich. Okay. Nein, ich will scannen. Entschuldigung. Falsche Taste. Könnte ja sein, dass sie irgendwie... Da! Ein Tresor. Antistrahlenmedizin. Nice. Benutzen. Hallo? Так, так. Ну что, угодил в мою ловушку? Можешь считать, что я слишком люблю драму, маленький крысёныш. Was? Was? Я обожаю убивать крыс вроде тебя. Служишь крысиному королю? Бедный ты, бедный. Пара секунд и тебе конец. Фу, повезло. Нужно быть осторожнее. Alter! Alter! Oha, da muss ich aber dezent groß. Auf die... Ich hätte es gerne... Nee, die 6 erstmal benutzen. Alter! Wir wären beinahe gestorben. Vasilis Akte. Vigilant Augenbericht 0697C. Bezüglich. Treffen mit Tschernobyl. 1. Verbindungsoffizier. Café Prypjat. Genosse Major Kuznetsov. Am 12.04.1986 nahm ich an dem Treffen mit Tschernobyl teil. Erste Verbindungsbeamter im Café Prypjat, unsere regelmäßigen Treffpunkte. Ziel des Treffens war es, die Strategie im Falle einer Bedrohung durch Yankee 01 zu diskutieren. Wir wurden von 2 bewaffneten Agenten unterstützt, beide aus dem Team Tschernobyl 1.
Die Vorgehensweise Yankee 01 wurde diskutiert. Beschlossen wie folgt. Im Fall einer Alarmierung hilft uns das Überwachungsteam Tschernobyl 1 beim Schutz der Projektarchive. Tschernobyl 1 wird einen seiner Agenten mit der Arbeit mit einem Team beauftragen. Wir haben vereinbart, dass im Falle der Warnung Yankee 01 die Beobachtung vorübergehend eingestellt wird und die Daten an einem geheimen Ort gesichert werden. Tschernobyl 1 wird Unterstützung leisten. Daten der Probanden 12535, alle Tier unter 10 Jahren, werden sofort vernichtet. Nur ihre verschlüsselten Kopien werden an einen geheimen Ort gesichert. Genosse, ich empfehle dringend, unsere Treffen zu ändern. Café Prypjat ist meiner Meinung nach nicht mehr sicher, besonders wenn eine Bedrohung durch Yankee 01 erwartet wird. Die reden immer wieder, wenn ich das mal sagen darf, die reden tatsächlich... was? Alte Dokumente, Quest beendet. Juhu! Ach, das war, wo wir hin mussten. Ach so, lol. Wenn ich das mal kurz sagen darf, die reden zwischendurch immer wieder von so Probanden. Als ob die hier irgendwie was geforscht haben. Jetzt wären wir tatsächlich beinahe gestorben, weil ich nicht wusste, was wir machen sollten. Ah, hier ist nichts drin. Wie gut, dass ich den Schalter noch gesehen hatte. Probanden, Probanden. Ja gut, nichtsdestotrotz würde ich aber da gerne noch die Fragezeichen einmal abklappern. So. Denn dort werden wir ja, glaube ich, auch nochmal hinkommen. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ich hoffe mal. Das müsste hier sein. Ja, ich glaube schon. Ich weiß noch nicht, ob wir hier alleine sind. So. Und ja, apropos, wie gesagt, Probanden. Ich bin mir nicht sicher, worauf das hinausläuft. Lass uns mal überraschen. Probanden ist natürlich immer so Testleutchen und... Probanden halt so... Gott, wie gruselig. Ja, so Leute, mit denen sie halt Tests... Mach doch nicht sowas, Tatjana. Was ist los mit dir? Alter, jetzt überleg mal, wir hätten jetzt rausgehen können, weil wir die Quest beendet haben. Dann hätten wir das jetzt verpasst. Also ist schon gut, dass wir teilweise zwischendurch mal doch ein bisschen weiter erkunden. Strahlenmittel, das nehme ich noch mit. Wir gehen gleich wieder rein. So. Das sieht aus, wäre das eine Schule gewesen hier. Zumindest könnte es eine Schule gewesen sein. Was? Okay, nach unten gehen wir gleich. Traue deinen Augen nicht, sagt sie. War das jetzt auf sie bezogen oder auf alles, was wir hier sehen? Hallo? Ich bin hier, um Tatjana zu finden. Wie geil das einfach ist, hier so durch diese Lost Places zu schlendern, ne? Ich komme gerade tatsächlich vor, als wäre ich so ein Lost Place-YouTuber. Ja, hier früher mal, hier so ein altes Bett, hier so Kinderbett, könnte vielleicht gewesen sein, Kinderstation, ja. Vielleicht finden wir noch ein Dokument. Oder wir kommen einfach raus. Großartig. Okay. Hier vorne ist noch ein Fragezeichen. Das würde ich noch mitnehmen auf dem Kompass.
Sie hat doch in einem Intro doch auch Geige gespielt, oder? Ich werde hier verstrahlt. Aber ich muss hier hin. Was muss ich hier machen? Okay. Wir haben nichts mehr auf dem Kompass. Die Augen sind die Händler. Das war strange. Я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. Gut. So, sein Gesundheitszustand ist instabil. Deswegen würde ich mal eine große Ration geben. Wir haben ja noch ein bisschen. Akzeptieren. Ja, möchte ich. So. Ich weiß nicht genau, wie wir seine Psyche noch am besten nach oben kriegen. Denn, müssen mal schauen. Wir müssen ja noch ein bisschen was bauen in der Base, ne? Aber ich würde sagen, das machen wir nicht jetzt mehr, sondern das machen wir beim nächsten Mal. Und möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben Tag 3 so gut wie überlebt. Es geht zum Abend zu. Wir werden uns ausruhen in der nächsten Folge und noch ein bisschen gucken, ob wir was bauen können. Vielleicht noch ein Lager und so. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt. Ja, Tschernobyl Light. Also, macht's gut. Tschüss.